Am Wort ist Diplomkauffrau Elisabeth Furtscheller. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Wurm, wenn Sie mir bitte Ihre Aufmerksamkeit schenken würden. Herr Kollege Wurm, wenn wir jedes Mal herausgehen würden, um etwas richtigzustellen, was Sie oder einer Ihrer Kollegen wissentlich immer wieder falsch vorbringt, würden wir fast unsere ganze Redezeit dazu verwenden müssen. Aber heute gebe ich mir mal die 3 Minuten. Herr Kollege Wurm, Ihre Behauptung, dass der Herr Minister Kocher Teilzeitbeschäftigte strafen will oder ihnen etwas wegnehmen will, ist falsch. Der Herr Minister war heute da und hat es ganz genau erklärt, wie er es gemeint hat. Er hat es auch schon des Öfteren in den Medien richtig gestellt und es würde Ihnen gut anstehen, Dinge, die der Herr Minister richtig gestellt hat, dann auch so aufzunehmen und nicht fälschlicherweise danach wieder das Falsche zu behaupten. Ich glaube, das kann man von einem Abgeordneten des Hohen Hauses auch verlangen, dass er akzeptiert, wenn Dinge richtig gestellt werden, dass er sie dann auch akzeptiert und nicht fälschlicherweise wiederholt. Das ist das Erste. Und das Zweite, Herr Kollege Wurm, weil ich jetzt schon draußen stehe und ein bisschen Zeit habe, Sie stellen sich wirklich daher als FPÖler und wollen den Menschen, den älteren Menschen der älteren Generation, jetzt lassen Sie mir mal ausreden und dann können Sie sich wieder melden und hergehen. Sie stellen sich daher, sehr geehrte Damen und Herren, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil der Herr Kollege Wurm schreit so herein. Sie stellen sich daher und wollen wirklich den Eindruck vermitteln, dass Ihre Partei eine Sympathie für die ältere Generation hat. Und Ihr Herr Kickl, der heute übrigens den ganzen Tag da ist, hat doch wirklich die Frechheit und stellt sich bei seiner Aschermittwochsrede hin und nennt jemanden, nämlich den Herrn Bundespräsident, der genau dieser älteren Generation angehört, dieser Generation, die sich deutlich mehr Respekt verdient hat und die wirklich sehr viel für unser Land geleistet hat, der nennt diesen Herrn Bundespräsidenten, der von uns gewählt worden ist, von uns, von der Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen, eine Mumie und hat sich bis jetzt noch nicht entschuldigt. Sie brauchen der älteren Generation nicht zu erzählen, dass sie Achtung vor ihr haben. Ihr Herr Kollege Kickl hat diese Aussage mit Füßen getreten. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall.